Willkommen zu einer neuen Folge von Diese Woche in Destiny. In diesem Format schauen wir uns gemeinsam an, was die Händler so für Gotrol-Waffen bzw. Rüstungen dabei haben, was es im Everversum Neues gibt, aber auch was uns in den Aktivitäten diese Woche so erwartet. Bevor wir aber in die News einsteigen, wie üblich einige kurze Worte zu meinem Werbepartner Aoe.com. Dort könnt ihr nämlich 30, 40 bis zu 50% günstiger Silber für Steam kaufen und wenn ihr den Code Ilias verwendet, dann bekommt ihr noch einmal 3% Rabatt dazu. Oh Mann, was für ein Wochenstart. Sony kauft einfach mal so Bungie und nur einen Tag später haut Bungie einen fetten Trailer zu Einigen der Exos für die neue Season raus. Und es ist erst Mittwoch, wer weiß, was die Woche noch so alles bringt. Ich meine, auch der Twab könnte wieder ziemlich heftig werden. Zumindest was die Woche im Game bringt, das kann ich euch aber jetzt ziemlich genau sagen. Und wie immer wollen wir mit der Rotation in den Playlists anfangen. Die Rotation der Dämmerungsstrikes geht mit dem Strike Prüfgelände weiter. Die Modifikationen für Spitzenreiter sind hier versenkte Erde, Antibarriere und unaufhaltsame Champions, Abreibung, Passgenau, Ignovuns Herausforderung. Die zwei Waffen, die wir diese Woche bekommen können, das ist einmal das Maschinengewehr der Schwarm, ist eher so meh, und die Handfeuerwaffe Palindrom, die ist eher nice, die ist richtig gut. Von dem her, wenn ihr sie nicht habt, farmt sie euch diese Woche. Der rotierende Modus im Schmelztiegel ist diese Woche Showdown. Dann geht's weiter mit dem Raid. Im Raid Gläserne Kammer ist die Herausforderung Fremde in der Zeit aktiv. Diese Challenge findet bei der Torwächterphase statt. Dort müsst ihr die Prätorianer, also diese Minotauren, und die Wyvern gleichzeitig killen. Wenn ihr das auf Großmeister erledigt, bekommt ihr dann den Raketenwerfer Hese Rache Zeit verirrt. Und Hese Rache ist einer der besten Raketenwerfer, also es lohnt sich, das zu machen. Im Zersplitterten Reich ist Wald der Echos aktiv. Und wenn ihr die Anker sucht, die gibt es gerade in der ETZ. In der Astralos-Richtung haben wir den Boss Krutix. Das ist der Boss, der eben mehrere Kopien von sich erstellt und eher nerviger ist. Für Spitzenausrüstung sind auf Europa diese Woche die Imperiumjagd, die Priesterin der Dunkelheit und die Simulation Überleben aktiv. Außerdem denkt daran, dass ihr sowohl im Dungeon Sog der Habsucht als auch in der Sechsspielaktivität Mutproben der Ewigkeit weiterhin Spitzenloot bekommen könnt, für alle, die sich hier vervollständigen wollen. Wirklich notwendig ist es allerdings nicht mehr, da wir ja wissen, dass wir zu Beginn der neuen Season alle auf das Power Level 1350 angehoben werden. Von dem her müsst ihr euch den Stress nicht mehr machen, aber manche möchten ja unbedingt hier vollständig oder mit vollem Power Level reingehen in die Season. Als kleine Anmerkung noch, sowohl das zersplitterte Reich als auch die Anker rotieren ab jetzt täglich und nicht mehr wöchentlich. Wie immer werde ich euch auch ein Dokument verlinken, auf dem ihr dann sehen könnt, welche verlorenen Sektoren momentan aktiv sind, um eventuell Exos oder ähnliches hier zu farmen. Kommen wir zu den Waffen- und Rüstungsrolls, die zu empfehlen sind. Nun, bei Banshee, da gibt es diese Woche eine ganz gute Icarus Sniper mit allen guten Dingen, sind 4 und Atemkontrolle, ist aber kein Godroll, aber ist ganz okay. Was aber ein Godroll ist und den ihr euch unbedingt holen solltet, insbesondere auch wenn wir an die nächste Season denken, dann ist es der Bogen Arsenbis 4B. Der kommt nämlich mit Toben und explosive Spitze. Das ist Wahnsinn und holt euch den heute noch. Ihr werdet es mir danken, wenn ihr dann in den Dämmerungsstrikes in der nächsten Season seid. Dann zu den Rüstungen. Diese Woche haben nur der Jäger und der Warlock gute Rüstungen. Der Warlock hat beim Vagabunden eine Brust mit 20 Erholung und 16 Intellekt und bei Failsafe gibt es einen Helm mit 20 Erholung und 15 Intellekt. Und der Jäger, er hat auch bei Failsafe einen Helm mit 18 Erholung und 16 Intellekt. Also ganz gute Rüstungsteile, von dem her könnt ihr euch hier noch ein bisschen eindecken. Dann auch wie jede Woche wieder das Everversum. Es ist natürlich wieder voll mit neuen und alten Cosmetics ausgestattet, die wir uns auch jetzt mit Glanzstaub holen können. Und welche wir uns hier mit Glanzstaub kaufen können, das möchte ich euch einmal in diesem kurzen Clip hier im Anhang jetzt dann zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like freuen, vielleicht sogar über ein Abo, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Vor allen Dingen auch, wenn der DLC kommt, werden einige Videos kommen. Von dem her möchtet ihr bestimmt auf dem Laufenden bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag. Euer Ilias. Ciao.